Hallström hat jetzt Schwierigkeiten zu folgen. Da unten wieder Basso an dritter Position. Dahinter dann Pelizzotti. Gilbert. Das ist Philippe Gilbert, genau. Dann Petacchi. Der die 181, das ist Filippo Pozzato. Und jetzt noch 3 Kilometer bis zum Ende dieser dritten Etappe. Roseguin, oder? Da haben wir Cavendish, jetzt ist er alleine. Gucken, jetzt muss er hier noch abreißen lassen. Also das wären dann schon 2-3 Minuten am Ende für Mark Cavendish, den einstigen Träger des rosafarbenen Trikots beim Giro d'Italia. Ja, das ist er, ne? Ja, das ist er doch seinem Publikum schuldig. Meinst du? Na, hast du nicht vorhin die vielen Plakate doch für ihn gesehen und die Ausschriften auf der Straße? Also das musst du ja mindestens versuchen. Und wo war es vor 4 Jahren, 2005, als er beinahe mal so eine Ankunft gewonnen hätte? Die Luca hat ihn dann noch abgefangen. Irgendwo in den Abruzzen. Ja, jetzt kriegen die Zuschauer im Zielbereich dieser dritten Etappe auch fast so ein bisschen die Krise, als der Sprecher bekannt gibt, dass Marzio Bruseghin im letzten Jahr Dritter in der Gesamtwertung dieser Rundfahrt angegriffen hat. Ist ein sehr guter Zeitfahrer, hat schon Zeitfahren beim Giro d'Italia gewonnen, auch schwere Zeitfahren. Hier haben wir seine Siege als Profi. Vor allen Dingen Zeitfahren, die auch berghoch gingen. Wie hieß das Ding noch da, die Kirche da hoch? Im folgenden Jahr in Urbino und vor 2 Jahren Visconti. Santuario di Europa. Giovanni Visconti, der kann sowas aber auch. Im letzten Jahr noch bei Quickstep und in Rosa in diesem Rennen. Ja, das war der Mann, wir hatten vorhin über Matthias Rus gesprochen, der also eine Sekunde Vorsprung hatte gegenüber Matthias Rus. Schade für Matthias Rus. Im letzten Jahr, dass er das Trikot nicht holen konnte, wäre ein schönes Souvenir gewesen, das er sich mitgebracht hätte aus Italien. Und schade vor allem, dass er nach seinem Sturz gestern diese Rundfahrt schon am zweiten Tag beenden musste. Horner, das ist der Teamkollege von Armstrong, der dort gerade an zweiter Position zu sehen war. Und das ist noch immer der führende Giovanni Visconti aus Italien. Bisher fährt diese Mannschaft, die ISD, sehr aktiv. Gestern durch, bitte? 1100 Meter nur noch. Gestern durch seinen Teamkollegen Scarselli, heute wieder durch Grifco. Der war gestern schon mit dabei und jetzt hat er die Flamme Rouge erreicht. Giovanni Visconti. 20 Sekunden Zeitbonifikation für den Italiener, wenn er diesen Abschnitt gewinnen sollte. Bisher läuft alles nach Plan für Visconti. Jetzt fährt Gilbert erstmal für Petacchi den Sprint an. Farrer ist noch dabei. Ja, dann nehmen sie jetzt schon wieder raus und Visconti vorne, der zieht volle Pulle durch. Da ist er und dahinter kommt das große Feld mit Petacchi. Der bekommt jetzt von anderen den Sprint angezogen. Visconti aber noch an erster Position. Wie viele Meter sind es noch bis zum Ziel? Hier diese langgezogene Kurve, das könnte reichen für Giovanni Visconti aus der ISD-Mannschaft. 150 Meter, hat er 450 Meter noch bis zum Ziel. Da hinten wartet man, man lauert. Petacchi ist dort eingeklemmt, will nicht sprinten. Jetzt kommt Filippo Pozzato, versucht hier das Ding doch noch auf seine Seite umzudrehen. Filippo Pozzato, Petacchi lässt sich jetzt den Sprint von Pozzato anziehen. Jetzt geht Petacchi vorbei. Gestern war es Cavendish, die Luca kommt. Petacchi immer noch vorne, sorgt hier für den zweiten Etappensieg. Da kommt wahrscheinlich keiner mehr vorbei, auch kein Tyler Farrar, den wir dort sehen, der jetzt rausnimmt. Und Petacchi gewinnt seine 21. Etappe beim Giro d'Italia, untermauert einmal mehr seine Sprintqualitäten. Und vor allem, ja, da gibt es noch einen Sturz. Wo sind die hingefahren? Irgendwo. Sackgasse kann es nicht sein. Petacchi, der Etappensieger, untermauert eben auch seine Ambitionen, dieses Maglia Ciclamino, das Punktetrikot, erneut zu gewinnen. Also, erst hat sich Garcelli mit der Länge der Strecke verschätzt. Der war ja am Anstieg in Führung gegangen, um den ISD-Mann einzuholen. Dann hat sich Pozzato verschätzt. Auch er hatte nicht die Kraft durchzuziehen. Petacchi hatte sie, er gewinnt vor Farrar. Und an dritter Stelle, wenn ich es richtig gesehen habe, Gasparotto von Lampre gesehen. Hier nochmal die Endsituation. Pozzato vorne, dahinter Petacchi, der wartet, der nimmt draußen. Jetzt merkt er, dass er Pozzato da nichts mehr entgegensetzen kann und forciert das Tempo. Souverän gemacht. Clever gemacht von Alessandro Petacchi. Und ich denke mal, Uli, wenn man das so sieht, wie der hier fährt, da hätte auch ein Mark Cavendish heute seine liebe Mühe gehabt. Oder was sagst du dazu? Gebe ich dir völlig recht. Klar. Ich
meine, leicht ansteigende Zielgerade. Tatsache, du, diese. Ja, die sind da, das war die Rechtskurve, ja, ja. Und die sind gerade ausgefahren. Gerade, ja. Hier, da sieht man das vielleicht nochmal. Tyler Farrer sehen wir dort. Der Zweiter wird. Ja, Zweiter. Und dahinter, ich weiß nicht, links müsste Gasparotto sein, ne? Von Lampre. Von Lampre. Hm. Tja, Petacchi. Sehr stark. Überragend stark. Philipp Gilbert rechts außen. Und die Lampre-Fahrer da hinten, die freuen sich schon. Nein, Gavazzi ist es. Oh, Francesco Gavazzi. Dann Cataldo von Quickstep an vierter Position, der nach diesem kleinen Loch als nächster kam. Da links im Bild, da Spitzenreiter der Gruppe. Gavazzi Sieger. Gestern schon unter den Top 10, heute wieder. Sieger der zweiten und der dritten Etappe, Alessandro Petacchi. Da kommt er wieder, 25 Punkte gut geschrieben.